Ich bin Ihrer Ansicht, dass es ein Fehler war. Allerdings bin ich nicht der Ansicht, dass es nur eine Personalie sei, denn der Finanz- und Wirtschaftsminister ist die zentrale Figur einer Regierung nach dem Ministerpräsidenten. Das ist eigentlich in allen Staaten so, gerade in Italien auch. Also die Ablehnung dieser Personalie in diesem zentralen Figur, in diesem zentralen Amt, ist meines Erachtens schon durchaus so zu verstehen, dass diese Regierung schlichtweg nicht gewollt wurde. Und ich sehe das als demokratiepolitischen Fehler von Mattarella, dass er das gemacht hat. Aber auch in seiner Intention, er hat es ja, was auch nicht sehr geschickt war, er hat es ja angekündigt und gesagt, ja, mit Blick auf den Spread, auf die Märkte, auf die Risparmi degli Italiani und so weiter, möchte er es vermeiden. Aber genau das, was jetzt passiert ist, nämlich nach der Ablehnung dieser von Savona, da haben ja erst dann die Märkte verrückt gespielt. Da ist das Brett in die Höhe geschossen. Also wenn das seine Intention war, dann ist sie wirklich daneben gegangen und ich darf da unseren Parteiobmann Andreas Leiter-Reber zitieren. Es war schlichtweg ein Griff ins Klo. Ja, also das kann ich zum einen natürlich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, entschieden zurückweisen, sind diese ganzen antideutschen Ressentiments, die da sich ventiliert werden. Das ist meines Erachtens ganz klar zurückzuweisen. Nur eines, ich meine, selbstverständlich, die Wut ist verständlich. Und grundsätzlich bin ich persönlich sehr skeptisch, wenn Staatspräsidenten sich so über Wählerwillen hinwegsetzen. Ich meine, ich habe noch gut vor Augen, ich war damals ein junger Mann auf der Universität, als 2000 die schwarz-blaue Regierung in Österreich angelobt wurde, damit eiserner Miene vom Bundespräsidenten Klestil, der im Übrigen noch viel mehr Kompetenzen hätte als der italienische Staatspräsident, als eine Art Ersatzkaiser, gilt der Bundespräsident in Österreich, in der österreichischen Verfassung. Der stand da mit eiserner Miene und auch selbst das fand ich damals eigentlich bestenfalls belustigend. Also seinem Amt hat er damit auch keinen großen Gefallen getan. Und hier sehe ich das bei Mattarella ganz genauso. Also meines Erachtens wäre es das Beste gewesen, keine Frage, diese Regierung anzugeloben, diese Regierung arbeiten zu lassen. Und dann hätte man gesehen, ob die ganzen Versprechungen, die gemacht wurden, auch eingehalten worden wären. Mhm. Uns als Freiheitliche hat sicher das Kapitel in diesem Regierungspakt, das die Immigration betrifft und die Sicherheit, sehr gut gefallen. Andere weniger, wenn ich da an das Reddito di Cittadinanza denke. Das war nicht so nach unserem Gusto, aber grundsätzlich wären wir gespannt gewesen, was mit dieser Regierung möglich gewesen wäre. Und wir hätten da auch nicht von vornherein das alles verteufelt und gleich Zeto und Nordio geschrieben. Mhm. Aber wenn ich kurz auf dich replizieren darf, lieber Namenskollege, also ich bin Anwalt und Jurist, aber bin auch ein großer Anhänger von Regeln grundsätzlich. Es gibt eine Realverfassung und es gibt auch gewisse politische Klugheit. Meines Erachtens, obwohl es in der Verfassung steht, wobei dieser famose Artikel 92 nicht so klar gefasst ist, ja, wie es immer getan wird. Mhm. Und auch hier gehen die Meinungen unter Verfassungsrechtlern auseinander. Mhm. Ich bin nicht der Ansicht, dass das ein Impeachment, wie es die Partei des Kollegen Kölnsberger vorgeschlagen hat, rechtfertigen würde, auf keinen Fall. Allerdings halte ich es für politisch einfach unklug und demokratiepolitisch bedenklich. Wenn ich nochmal auf eins einhaken darf, das zu Europa, ja. Selbstverständlich darf man Europa kritisieren und selbstverständlich darf man den Euro kritisieren. Und es wäre ja ein Armutszeugnis, wenn das nicht ginge und den Kritik am Euro und Europa das ganze Projekt schon schlingern lassen würde, weil dann ist es wirklich so schwach, dass wir uns ernsthafte Sorgen machen müssen. Vor diesem Hintergrund, wie gesagt, mein völliges, nach wie vor Unverständnis über die Ablehnung von Savona, denn auch Handelspartner müssen aushalten, dass sie gegenüber bekommen könnten, mit denen zu hart zu verhandeln ist. Und da ist eben eine Frage der Einstellung. Ich darf auch noch hinzufügen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Griechenland blickt. Dort regiert eine Regierung aus Syriza, sagen wir mal im weitesten Vergleich oder sagen wir mal ähnlich dem Movimento Cinque Stelle, also eher links, auch populistisch, mit den wahren Griechen. Die wahren Griechen sind auch im weitesten bei allen länderspezifischen Besonderheiten mit der Lega vergleichbar. Und auch da hieß es am Anfang, die Welt wird untergehen, untergegangen ist gar nichts. Mhm. Weil es auch Realitäten gibt, an denen sich auch diese Regierungen immer messen lassen. Ja, sicher gibt es genügend Arbeit, wobei ehrlich gesagt, meines Erachtens, trotzdem es sehr viel Arbeit gibt, gibt es trotzdem noch viel zu viel Parlamentarier. Also, dass Italien sich da diese Rekordzahl leistet, finde ich nach wie vor skandalös. Ja, wie es weitergeht, wird man sehen. Wie gesagt, es ist ja alles im Fluss. Ich teile nicht ganz diese Analyse von meinem lieben Namensvetter. Denn es ist so, es kommt vor allem darauf an, welche Themen sich dann über den Sommer herauskristallisieren werden. Denn das Thema Europa spielte bei den Wahlen so gut wie gar keine Rolle.
die dieses Ergebnis gezeitigt haben. Jetzt ist es virulent geworden, eben durch den Schachzug von Mattarella. Vorher wäre es auch nicht so virulent gewesen. Und da wird man sehen, ob das beherrschende Thema über den Sommer werden wird oder ob die Themen, die vorher die beherrschenden waren, also sprich die soziale Lage, Einwanderung, Immigration, die Sicherheit, ob diese wieder an Kraft gewinnen werden. Wenn das passiert, dann sehe ich ehrlich gesagt einen Wahlsieg der Lega mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Und eine Bestätigung der Cinque Stelle vermutlich. In mehr oder weniger der Größenordnung, in der es sich jetzt befindet. Ich glaube nicht, dass er gar keine Stimme bekommen würde, der Herr Cottarelli. Ich glaube, die Volkspartei hat sich ja schon ausgesprochen und würde ihm wenigstens ihre 3 Stimmchen geben. Nein, also, nachdem Sie ihn schon so als Freund Südtirols betrachten, nehme ich an, da vielleicht werden Sie ihm dann die Nibelungen treu halten. Es bringt halt nichts.